Zähne on point. Digga, ich kann nichts dafür. Was soll ich machen, Digga? Meine Zähne sind halt nicht so weiß wie das Polo an der Mom. Kann ich nichts gegen machen, Digga. Wenn du dein ganzes Leben raus, werden deine Zähne irgendwann gelb. Ist so. Ist auch nichts Schlimmes, Digga. Ich könnte sie mir bleachen lassen, eventuell mache ich es irgendwann. Das, was mich am meisten stellt, ist hier. Diese scheiß Lücken, die müsste ich mal machen. Zahnreinigung und Bleaching. Zahnreinigung habe ich schon oft gemacht, Digga. Aber Bleaching, für euch ist Bleaching so, ja, mach einfach mal Bleaching, aber dass Bleaching eigentlich nicht gut für die Zähne ist. Ja. Warum die Lücken? Den Zahn, der hat mir rausgeschlagen und die Zähne hier an der Seite sind mir rausgefallen wegen Koks. So ist es halt, ne? Scheiße, wegen Koks. Koks macht deine Zähne kaputt, Digga. Ganz neue Zähne. Soll ich mir alle Zähne lassen oder was? Das ist halt auch okay, dass ihr das schreibt. Also stört mich jetzt nicht groß. Aber guck mal, ich habe gesunde Zähne. Ja, meine Zähne sind im Verhältnis zu anderen Zähnen relativ gelb. Das stimmt. Aber ich habe gesunde Zähne. Und nur weil sie meine Zähne vielleicht nicht dem gesellschaftlichen Gesamtbild entsprechen, nämlich strahlend weiße Zähne, muss ich mir nicht meine Zähne zielen lassen, um mir weiße Zähne reinzumachen. Bleachen wäre noch eine Option, ja. Aber ansonsten Keramikzähne oder so. Ich war beim Zahnarzt, hab mich informiert. Und so Kronen oder so gehen bei mir nicht. Reines Goldgebiss, ja. Und vorne so auf den Grid, support the creator, get on my level. So ein Ding wird das sein. Lol, guck mal, was mir einer gerade geschickt hat. Normalerweise klicke ich ja nicht auf Links, aber das, Digga. Regie! Danke. Oh. Digga. Danke, ich weiß nicht, wer hat das reingepostet? King007T. Normalerweise klicke ich nicht auf solche Links, aber das... Alter Verwalter. Und jetzt sehen wir aber auch, was mich auch ehrlich übelst ärgert. Guck mal, damals habe ich von Muluka All Race Running den Song als Dings hochgeladen. Als Lyric-Version. Und gibt's aber nicht mehr, den Scheiß. Habe ich alle gelöscht, die ganzen Videos. Guck mal hier, Black Ops 2, Sohn und Verstecken auf Mirage. Lustiger Mode. Habe ich gelöscht. Habe ich alle gelöscht, die ganzen Videos, Digga. So zum Kotzen. Die einzigen Videos, die noch am Start sind, sind Alltag in Call of Duty gefühlt. Aus reinem Interesse. Tattoos sind ja ganz gut, aber wie so im Gesicht. Man sieht es halt immer schon mal bereut. Nö. Wenn ich mir Tattoos stechen lasse, dann möchte ich, dass man die auch sieht. Am besten immer. Und da ich sowieso nie wieder vorhabe, normal zu arbeiten, kann ich mir auch die Fresse tätowieren zu, lassen. Das ist Geschmackssache, wenn ihr es nicht... Oder wenn du sagst, oh nee, Bruder, Gesichtstattoos sind nicht meins, ist ja in Ordnung. Ich fühle Gesichtstattoos und allgemein Tattoos. Und für mich ist kein Unterschied, ob ich meine Hände tätowieren lasse oder meine Fäuste oder meine Fresse. Ich möchte, dass man meine Tattoos sieht. Und das geht am besten, wenn du sie in die Fresse tätowieren lässt. Oder halt an Stellen, die immer offensichtlich sind. Ich habe mir sogar schon mal überlegt, ein Zeichen von Dings, von Book of Ra tätowieren zu lassen. Was ich mir auf jeden Fall tätowieren lassen möchte, ist von Orgi 69 das Logo. Das hier wird einer meiner nächsten Tattoos sein. Ich weiß noch nicht genau, wohin ich mir das tätowieren lasse, aber das werde ich mir auf jeden Fall tätowieren lassen. Safe call. Heute fand ich auch ganz lustig, ne? Also ich muss ein paar Sachen euch mal gestehen. Ja, ich bin da euch gegenüber transparent. Dass ich in der Vergangenheit Gewinnspiele nicht verschickt habe oder zu spät verschickt habe oder manche gar nicht verschickt habe, weil ich einfach ein verplanter Hurensohn bin, ist ja kein Geheimnis. Ist ja schon ein Running Gag geworden. Wisst ihr ja. Da stehe ich auch zu, das passiert mir mal, ne? Aber mein erstes Turnier, was ich mit Wadi veranstaltet habe, mit den Preisgeldern, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 6.500 habe ich bezahlt, 6.500 hat Wadi gezahlt, wenn mich alles täuscht. Und da habe ich auch verplant, mich einfach drum zu kümmern, die Daten weiterzuleiten mit den Gewinnen und sowas. Mein Fehler. Keine Frage, mein Fehler gewesen. Dann habe ich eine Nachricht bekommen von einem der Teilnehmer, was denn da los ist. Habe ich gesagt, tut mir leid und so. Auf Englisch muss ich dazu gleich sagen, kein Deutscher war es. Tut mir leid, habe ich ein bisschen verplant und so, kümmere ich mich drum. So, das war jetzt so vor ein, zwei Wochen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und einige der Mails, die ich auch bekommen habe, sind im Spam-Ordner gelandet. Das kann man manchmal nicht vermeiden. Ich weiß nicht, wo danach das manchmal gefiltert wird. Einige Nachrichten sind auch leider im Spam-Ordner gelandet. Dann haben wir da zurückgeschrieben, haben gesagt, jo, wir kümmern uns drum und haben auch gesagt, jo, die einige Mails sind im Postfach gelandet, tut uns leid und so. Keine Frage, ich habe trotzdem viel, viel zu lange gebraucht. Ganz einfache Sache. Viel, viel zu lange. Heißt nicht, dass sie das nie bekommen hätten, aber manchmal bin ich doch ziemlich verplant und schiebe Dinge immer weiter auf morgen, was nicht korrekt ist. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da eine Nachricht bekommen. Heute, so, ich hatte das Geld heute lustigerweise überwiesen, kriege ich heute eine Nachricht, so, und irgendwo fand ich es lustig, irgendwo fand ich es aber auch schon als Kampfansage, kriege ich eine Nachricht, bla bla bla, wir haben immer noch nichts von Geldeingängen gesehen und sollte das Geld jetzt nicht überwiesen werden, posten wir das auf unseren Social-Media-Kanälen, dass sie ihre Preisgelder nicht bezahlen. Da habe ich so gedacht,
drohst du mir jetzt? Mit Reichweite? Da habe ich gedacht, ja, natürlich sind die ein bisschen salzig. Ich habe mir echt lange Zeit gelassen, keine Frage. Gut, Fortnite braucht auch mal 1-2 Monate, um Preisgelder zu überweisen. Heißt jetzt nicht, dass ich Fortnite bin, aber ich habe es halt einfach schleifen lassen. Meine Schuld. Aber trotzdem fand ich es in dem Moment trotzdem irgendwie, obwohl wir ja gesagt haben, es wird jetzt überwiesen, das mit Reichweite habe ich, fand ich für einen Moment lang erst als Angriff, wollen wir es mal so sagen, als Diss oder als Provokation mir gegenüber. Aber dann im Nachhinein habe ich natürlich drüber geschmunzelt und habe gedacht, ja, nee, alles entspannt. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch das Geld überwiesen. Aber trotzdem fand ich es schon lustig, so mir dann mit Reichweite zu drohen. Da habe ich dann schon einmal drüber schmunzeln müssen. Einfach auch mein Fehler. Ich habe da einfach das viel zu lange schleifen lassen. Geld einfach behalten. Nein, auf keinen Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gerade nichts gesagt, dass ich das jetzt irgendwie schlimm fand, dass da sich Leute gemeldet haben. Ich fand es halt nur den Fakt halt so zu schreiben, sollte das Geld jetzt dann und dann nicht da sein, posten wir auf unseren Social Media Kanälen, dass sie ihre Preisgelder nicht bezahlen. In so einer Situation war ich noch nie, da musste ich erstmal dann irgendwo schmunzeln drüber. Weil wahrscheinlich, ich hätte es auch nicht viel anders gemacht, aber trotzdem fand ich in dem Moment einfach lustig. Und die Thematik hatten wir schon oft im Stream, Digga. Die Thematik hatten wir schon oft im Stream mit altes COD. Fakt ist, und bei der Meinung bleibe ich, selbst wenn ich tot unter der Erde liege oder als Asche irgendwo im Wald verstreut bin, bei der Meinung werde ich auch als Doda bleiben. Fakt ist, COD hat aus meiner Sicht seit Black Ops 3, obwohl ich kein großer Freund von Black Ops 3 mit den Jetpacks scheiße war, seit Black Ops 3 hat COD nichts mehr abgeliefert. Nichts mehr. Ich bleibe dabei, auch Black Ops 4 Multiplayer, nicht der Blackout-Modus, der Black Ops 4 Multiplayer-Modus ist Dreck. Ist einfach Dreck aus meiner Sicht. Black Ops 3 war heftig, du hast es doch selbst gefeiert. Ich fand Black Ops 3 ganz gut, aber ich habe ständig Ausraster auf die Jetpack-Scheiße geschoben. Black Ops 3 ohne Jetpacks, ohne Rumgefliege und ohne diese Spezialisten-Scheiße wären 1 plus Black Ops gewesen. Das wäre safe so ein Erfolg aus meiner Sicht gewesen wie Black Ops 2. Meine Meinung. Ich habe vorhin, gestern Abend lag ich im Bett. Lustig, dass wir jetzt drüber reden. Gestern Abend lagen wir im Bett. Lul. Von mir aus auch wir. Lagen wir im Bett. Sorry, Kaido, dass du dich erschrocken hast. Der scheiße Autismus kickt rein. Gestern Abend lag ich im Bett und hab mir gedacht, 1:1. Wie geil wäre es, wenn die Leute von Activision und von anderen Publishern einfach mal etwas zurückgeben ihrer Community, das, was sie über die letzten Jahre aufgebaut hat, bezahlt hat, reich gemacht hat. Und dann habe ich mir vorgestellt, das war so im Halb wegdösen. So, kennt ihr das? Die geilsten Gedankengänge hat man immer kurz vorm Einschlafen, finde ich. Und ich hatte den Gedankengang oder die bildliche Vorstellung, ich sitze an meiner PlayStation 4. Ich sitze an meiner PlayStation 4 und anstatt Fortnite steht hier Black Ops 2, MW3, MW2, Battlefield 2, 3, 4, whatever. San Andreas, Tony Hawk, SSX. Ich habe mir einfach vorgestellt, wenn die ganzen scheiß Publisher endlich mal auf ihre Community hören und denen mal was Gutes tun und einfach mal Spiele als Remake auf der PlayStation 4 rausbringen. Ich meine, wie lang gibt es jetzt schon die PlayStation 4? Und wie wenig Spiele gibt es eigentlich auf der PlayStation 4 in verbesserter Version, die es auf der PlayStation 3 auch schon gab? Das ist zum Kotzen, Digga. Und da fühle ich mich ein bisschen verarscht auch. Da fühle ich mich einfach ein bisschen verarscht. Sind wir mal ganz ehrlich, unabhängig davon, ob die alten CODs in der jetzigen Community spielbar wären, Fakt ist, Activision oder Treyarch wird es keinen Zacken aus der Krone brechen, zu sagen, wir bringen mal ein altes Spiel auf der PlayStation 4 raus. Dann kommen sie mir mit, ui, bald gibt es die MW2 Story als Remake auf der PlayStation 4. Und ich frage mich, willst du mich eigentlich verarschen, du Stück Scheiße? Willst du mich jetzt hier komplett verarschen? Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an irgendwelchen Rechten, vielleicht liegt es an irgendwelchen Einigungen zwischen Xbox und Call of Duty oder Xbox und PlayStation und Call of Duty, das weiß ich nicht. Fakt ist, viele da draußen denken und wünschen sich das, was ich mir wünsche und denke, nämlich alte Spiele als Remake auf der PlayStation 4. Denn aktuell, seit, muss man leider sagen, 1,5-2 Jahren ist das Thema Zocken eigentlich nur noch so Mainstream-mäßig gesehen und das, was man auch auf Twitch und auf YouTube und so nur noch sieht, Fortnite. Ich liebe Fortnite und es macht immer noch Spaß, aber ich hätte auch mal Bock, wieder eine andere Serie zu gucken. Auf lange Sicht. Und das gibt es momentan halt einfach nicht. Stell dir einfach mal vor, Black Ops 2, Digga. Black Ops 2 als Remake auf der PlayStation
PlayStation 4. Ob die Lobby spielbar sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder dann so ein Publisher wie Nintendo. Bring Mario Kart auf der Switch raus, Digga, und da kommt nichts am geilen Update. Nichts. 0% an geilen Updates kommt da. Nix. Keine mal, nicht mal zwei Maps. Da kommt ein Update oder ein Charakter, Digga. Ein Carry. Da fühle ich mich einfach verarscht von der Spieleindustrie. Ja, und das habe ich mir gestern Abend ausgemalt. Wenn, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, auf der PlayStation 3 war mehr Spieleauswahl. Auch was ältere Spiele angeht und so kleinere Spiele für zwischendurch. GTA 6 wird erst das nächste Spiel, was eine Konkurrenz wird. Würde ich Standpunkt jetzt auf jeden Fall unterschreiben, ja. Auf GTA 6 freue ich mich auch mega, Digga.